Hallo und herzlich willkommen zu Race Preview zum Shell Recharge Berlin E-Prix, dem 7. und 8. Rennen der diesjährigen Formel E-Saison. Und wir gehen direkt mal rein in R-Factor 2 in die Preview. Ja, der Berlin E-Prix, ja, einer der E-Prix mit der, ja, wohl längsten Historie. Berlin, die einzige Strecke, die ja in jeder Saison der Formel E mit am Start war. Im Jahr 2016 waren wir einmal kurz an einem anderen Ort, da sind wir an der Karl-Marx-Allee gefahren, also wirklich richtig durch die Innenstadt von Berlin, Nähe des Alexanderplatzes. Jetzt sind wir wieder, ja, wie die anderen Jahre eben auch, zurück auf dem Tempelhofer Feld, auf dem ehemaligen Flughafengelände, auf dem Vorfeld, nämlich vom historischen Flughafen, der unter anderem auch bei der Berliner Luftbrücke damals eine sehr große Rolle gespielt hat. Jetzt fahren wir eben wieder mal mit den Formel-E-Autos drauf und selbst innerhalb der Formel-E hat die Rennstrecke ja einiges an, ja, Tradition und auch Historie. Hier sind einige größere Experimente mitgemacht worden. Zum Beispiel gab es 2020 hier in der Pandemiesaison den Fall, dass in 9 Tagen hier 6 verbleibende Rennen gefahren wurden. Da wurde die komplette, ja, Rest der Saison, als wieder gefahren werden konnte, hier ausgefahren, damals noch ohne Zuschauer. In der Saison konnte sich ja Antonio Felix da Costa dann hier den Meistertitel sichern. In der Saison darauf, in der letzten Saison, war es dann Nick de Vries, der Meister wurde, als es hier dann das Saisonfinale gab. Auch einen Doubleheader, also auch 2 Rennen. In dieser Saison ist es leider nicht das Saisonfinale, natürlich aus deutscher Sicht ein bisschen schade, aber dementsprechend trotzdem hier einen Doubleheader, obwohl man sagen muss, so ein richtiger Doubleheader, also so ein richtiges Wochenende mit 2 Rennen, ist es streng genommen eigentlich fast gar nicht, denn die Strecke wird nicht zweimal gleich befahren. Sie wird am Samstag gegen den Uhrzeigersinn und am Sonntag mit dem Uhrzeigersinn gefahren. Also ja, quasi komplett gespiegelt einmal. Sehr interessant. Gibt sehr, sehr wenig Strecken, wo man das machen kann. Obwohl die Formel E da in der Vergangenheit auch schon mit einigen Strecken sehr experimentierfreudig war. Hier ist mal wieder eine Strecke, auf der man es macht. Hat man in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gemacht. In R-Factor 2 kann man meiner Kenntnis nach leider nur die Variante hier fahren. Berlin, ich muss sagen, die Location natürlich absolut cool. Natürlich, weil ich sie auch sehr gut kenne. Aber die Rennstrecke an sich, da bin ich wieder so ein bisschen zwiegespalten. Ihr seht es ja schon, wir haben 2 lange Geraden, die auch die besten Überholmöglichkeiten darstellen. Ansonsten sehr, sehr viele lange, enge Kurven, 90-Grad-Kurven, 180-Grad-Kurven. Ich weiß leider nicht so ganz, was mit dem Ansage hier im Spiel los ist, aber den ignorieren wir jetzt einfach mal weg, unseren Chef. Hier rein in Kurve 1, beziehungsweise aus dieser Kurve eben dann beim gespiegelten Rennen wahrscheinlich die beste Überholmöglichkeit. Insgesamt haben wir hier 10 Kurven auf 2,4 Kilometer Länge, also eine relativ durchschnittliche Strecke. Die Attack-Zone ist dann am Samstag in Kurve 6, beziehungsweise am Sonntag ist es dann Kurve 5 und die fahren wir jetzt gleich rein. Das ist hier nach dem harten Anbremspunkt, hier außen steht es gleich auch dran. Da kann man sich dann hier stets die Attack-Zone sichern und seine Zusatzleistung aktivieren. Wir mal kurz machen. Das auf jeden Fall zu den Renndaten so gesehen. Ansonsten, ja, wir sind natürlich auf dem Flugfeld. Wir merkt es auch schon, der Untergrund ist hier relativ uneben. Man hat hier, ja, ich würde sagen, so eine Art Betonplatten, die die Fahrer vor einige Schwierigkeiten stellen. Dazu noch diese, ja, sehr merkwürdigen, ich nenne sie immer Formel-E-Curbs, diese dreieckigen, die das Auto sehr, sehr unruhig machen. Ist auf jeden Fall eine Strecke, die den einen oder anderen Fahrer garantiert vor Challenges stellen wird. Wie gesagt, ist auch sehr eng. Überholen ist sehr schwer. Hier an der Stelle geht es vielleicht, wenn man sich daneben setzen kann. Ansonsten muss man sehen, dass man am Vordermann möglichst gut dranbleibt über die Zeit. Kann hier vielleicht mal reinstechen, aber das ist dann schon, muss man schon wirklich nah dran sein, dass das funktioniert. Jetzt hat es hier mal funktioniert. Man muss aber auch beim Kurvenausgang dementsprechend immer vorsichtig sein. Ja, der letzte Rennsieger, der noch aktiv fährt, ist Lucas Di Grassi, der hier in der Vergangenheit schon öfter gewonnen hat. 2-mal nämlich. Antonio Felix da Costa ist das gleiche Kunststück gelungen. Er hat hier auch schon 2-mal gewonnen. Ansonsten, gucken wir mal kurz auf die Tabelle. Nach dem
Sieg beim letzten Rennen führt Stoffel van Dorn die Tabelle jetzt mit seinem Mercedes an. Der hatte ja in Monaco gewonnen. Das war ja nur ein Rennen. Ist ja der ehemalige McLaren Formel 1 Fahrer. Also das ist natürlich auch eine ganz coole Geschichte. Ansonsten haben wir 6 Punkte dahinter. Dann Jean-Éric Vergne. Und 3 Punkte hinter Vergne haben wir Mitch Evans in der Tabelle. Ansonsten, da wir hier natürlich in Deutschland unterwegs sind, haben wir natürlich einige Piloten und einige Teams, für die das hier ein Heimrennen ist. Wir haben beide Porsche-Fahrer und natürlich auch das Porsche-Team, die aktuell auch in der Tabelle ziemlich gut dastehen. Da haben wir nämlich Pascal Wehrlein auf Tabellenrang 7 und André Lotterer auf Tabellenrang 6, beziehungsweise das gesamte Porsche-Team mit Tabellenplatz 6 insgesamt. Und dann haben wir noch Maximilian Günther, der hier tatsächlich schon mal gewinnen konnte bei seinem Heim-Grand Prix, damals noch im BMW. Der ist ja jetzt im Nissan E-Dams unterwegs und ja, hat bislang nicht unbedingt die beste Saison. Es steht aktuell nur auf Tabellenplatz 17, so rum. Aber könnte natürlich hier mit einem Sieg bei seinem Heim Grand Prix auch seine Tabellensituation deutlich aufbessern. Das wäre natürlich für ihn recht wünschenswert. Ja, die bestplatzierten Deutschen, wenn man so möchte, sind natürlich aktuell das Mercedes-Team, die die Tabelle in der Teamwertung sogar anführen. Mercedes EQ auch ziemlich solide. Ansonsten noch ein ganz interessanter Fakt, und zwar von insgesamt 14 Rennen, die es in Berlin gab, konnten 5-mal ein deutscher Fahrer gewinnen. Beziehungsweise ein deutscher Fahrer oder ein deutsches Team, so muss es heißen. Ja, also die Siegchancen, gerade für Porsche oder Mercedes, stehen eigentlich nicht schlecht, sind ja auch zwei sehr, sehr starke Teams, auch wenn mittlerweile natürlich Audi und BMW nicht mehr vertreten sind. BMW hat noch das Andretti-Team, was ja teilweise noch dieselben Leute sind. Die waren ja eine Partnerschaft in den letzten Jahren mit denen, aber es ist dementsprechend ja kein deutsches Team mehr eigentlich, wenn man es so sehen möchte, auch wenn dann vielleicht noch der eine oder andere mit da geblieben ist. Ja, sprechen wir noch kurz darüber, wo die Rennen dann überhaupt zu sehen sind. Das sind ja, wie gesagt, 2 Rennen, die jeweils zur selben Zeit stattfinden. Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr geht das Rennen los, wird wie gewohnt auf ran.de, beziehungsweise, ja, jetzt ist es ja nicht mehr Sat1, sondern auf Pro7 auch im Fernsehen übertragen, beziehungsweise ich meine auch, dass Eurosport 2, der Pay-TV-Sender, das wieder übertragen müsste. Ansonsten, ja, wie gesagt, schaut euch einfach den kostenlosen ran.de Livestream an, da habt ihr auch eigentlich gar keine Werbung, bis auf wenn ihr das neu ladet. Aber ansonsten, soweit ich weiß, keine Werbeunterbrechung, war jedenfalls bisher eigentlich immer sehr, sehr wenig. Ja, deutscher Kommentar natürlich da auch, und bei denen geht es um 14.30 Uhr jeweils mit dem Vorbericht los und die senden dann bis, ja, ungefähr 16.10 Uhr, soweit ich gelesen habe. Ja, da können wir auf jeden Fall wieder uns darauf freuen. Die letzten Übertragungen waren zwar leider nicht die besten, die ran bzw. Pro7 abgeliefert haben, wenn wir da zum Beispiel ans letzte DTM-Wochenende zurückdenken. Das war ja leider durch einige gerade technische Probleme geplagt. Aber hoffen wir mal, dass es jetzt beim Heimrennen der Formel E wieder alles ein bisschen besser läuft. Und ich denke mal auch, dass wir vielleicht den ein oder anderen Experten an der Strecke haben werden. Hier in Deutschland natürlich immer ein ziemlich großes Event. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn jemand von euch hingeht. Wird bestimmt ganz cool. Auch wenn es, ja, denke ich mal, am Wochenende recht warm sein dürfte. Aber ja, das Coole ist natürlich, dass hier, wo die ganzen Tribünen sind, auch eigentlich somit die beste Überholmöglichkeit ist. Also ja, dementsprechend dürfte das ganz cool werden. Wir gehen über die Linie. Gut, haben jetzt den Attack-Mod nicht angemacht, sei es drum. Ja, wenn ihr das Ganze auch nachspielen möchtet, könnt ihr natürlich einfach die Formel E, das Formel E DLC, beziehungsweise auch euch die Strecke an sich kaufen. Die gibt es im Shop. Ansonsten müsst ihr mal schauen, das gibt es garantiert auch irgendwo als DLC. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.